Seit ein paar Jahren gibt es ja die Gartor-Runde. Und die Gartor-Runde sind eben, ist eigentlich auch ein Querschnitt durch den Widerstand, aber es sind immer Leute, die Multiplikatoren sind. Und da ist zum Beispiel auch Rebecca Harms dabei. Und ja, die Rechtsanwälte, und da geht es immer darum, ist eigentlich eher Strategie. Was passiert da jetzt gerade in Berlin mit dem Endlagersuchgesetz ganz konkret? Aber wahrscheinlich kommt das chronologisch später. Ja, das sind aber jetzt so die ganz aktiv, die Sachen, die ich ganz bewusst miterlebt habe. In meiner Schulzeit war ich auch nur teilweise hier. Ich war eine Zeit lang im Internat und dann, ich habe sogar einmal die Mitschüler aus dem Internat mitgebracht zu einer Demo. Von wo? Das war in Holzminden, das ist also Weserbergland zwischen Hannover und Göttingen. Und die Leute kamen von überall her. Und tatsächlich gab es dann wirklich eine Gruppe, wir waren glaube ich 20 Leute, die gesagt haben, wir wollen uns das mal angucken. Finden wir spannend. Also, Da gab es schulfrei? da gab es sogar schulfrei, weil das war eigentlich ein, das war wie so ein Projekt. Wir mussten nachher auch darüber berichten und so. Ne? Also es gab immer Abendsprachen im Internat und dann wurde eben immer für die anderen Schüler, es gab immer einzelne Schüler, die irgendwas berichtet haben und vorbereitet haben. Und wir sollten dann eben, das musste ich natürlich federführend machen, aber die anderen haben sich auch beteiligt. Und, ja. Erzählen Sie doch mal, das haben Sie dann erstmal vorbereitet, wahrscheinlich auf dem Internat, durchgeführt und am Ende Bericht erstattet. Ja, es ging halt eigentlich darum, dass ich mit einigen Freunden darüber gesprochen habe, über das Thema. Und die haben gesagt, ja, hört sich ja spannend an, aber irgendwie mit mir hat das ja nichts zu tun. Und dann habe ich gesagt, doch, das hat auch mit dir was zu tun. Und so. Und dann habe ich irgendwann mal den, ich weiß gar nicht mehr, welcher Lehrer das war, einer, ich weiß gar nicht, welcher es war, Politik oder so, Politiklehrer habe ich dann angesprochen und habe gesagt, können wir das nicht mal vertiefen, das Thema, da mal hinfahren, damit jeder das mal wirklich erleben kann, weil darüber zu sprechen und da hinzufahren ist eine ganz andere Sache. Das musste dann ein bisschen reifen und dann haben die irgendwann gesagt, okay, machen wir. So, und dann gab es eben das Okay von der Schule. Und dann haben wir einen Bus voll gemacht und sind losgefahren. Und das war gut irgendwie, das war spannend. In welchem Jahr war das? 97, 96, sowas. Also einer der, Also weiß ich nicht. bin, ich war, ich, ich war 95 noch in Lüchow und dann bin ich, glaube ich, ein Jahr später ins Internat gekommen. Und dann kamen sie an. Und dann kamen wir hier an und sind erstmal zu uns nach Hause gefahren und haben erstmal uns mit Proviant bewaffnet und haben dann erstmal so ein bisschen die Leute aufgeklärt, haben gesagt, so möglichst aus irgendwelchen Gefechten raushalten, sondern erstmal einfach nur dabei sein, angucken, erleben und nicht unbedingt gleich schubsen oder sowas. Und dann, ja, also. Und dann, das hat eigentlich gut funktioniert. Da gab es dann keine, also keiner der Schüler wurde in irgendeine, in so ein Handgemenge verwickelt. Aber die sind alle sehr nachdenklich geworden auf der Rückfahrt und haben irgendwie gesagt, ja, dass sie sich das nicht vorstellen konnten, dass sowas in Deutschland passiert. Was jetzt genau? Ja, so ein Polizeiaufgebot und so eine, auch so eine Gewalt, die vom Staat ausgeht gegen Demonstranten, weil sie eben sozusagen die politischen Ziele oder gegen die politischen Ziele demonstrieren, die die Regierung hat. Und die haben gesagt, sie hätten sich nicht vorstellen können, dass in unserem Rechtsstaat so vorgegangen wird, wie man das sich so in Russland oder so vorstellt. Ihre Mitschüler vom Internat und Sie, an welchen Aktionsformen haben Sie sich denn beteiligt, als Sie da 97 beim Castor waren? Gute Frage. Also wir waren auf jeden Fall bei so einer Kundgebung dabei. Ich glaube, unter anderem Wolfgang Ehmke hat da gesprochen und hat eben ja, wortgewaltig, wie er das so macht, irgendwie das Unrecht angeprangert. Und ja, das war einfach so ein Erlebnis, weil da waren, ich weiß nicht, 10.000 Leute oder so. Und dann kam Hubschrauber an, und dann, um irgendwie aus der Luft zu beobachten, wie die Menschenmengen sich bewegen und so und wie die Polizeikräfte koordiniert werden können. Und dann hat man schon so ein bisschen das Gefühl, dass man in so einem Kriegsgebiet ist, wenn so und es fahren, sind ja auch überall diese Polizeipanzer unterwegs und die Leute sind vermummt, man kann sie nicht erkennen, die haben keine Namensschilder. Also hat man auch das Gefühl, wenn irgendein Polizist jetzt übergriffig wird, dann kann er dafür nicht zur Verantwortung gezogen werden, weil ich habe gar keine Möglichkeit zu sagen, der war's. Herr Müller hat mir einen Schlagstock ins Gesicht gehauen oder so. Und das war auch so ein Gefühl, dass man sagt, warum hat der Staat
sowas zu verstecken? Warum können die sich nicht zeigen? Und das wäre fair, hat man das Gefühl. Gibt es da Szenen, die Sie noch erinnern? Was für Szenen? Wo solche Gewalt ausgeübt worden ist, wo Sie daneben standen und das gesehen haben und dachten, dass... Also ich habe, neben mir wurde mal ein älterer Mann, der war bestimmt Mitte 70, niedergeschlagen von Polizisten. Und der wurde dann einfach so weggeschleift und man wusste nicht, ob der überhaupt noch lebt. Also am Ende habe ich erfahren, der hat es überlebt, aber der war im Krankenhaus und hatte mehrere Brüche. Und der hat wirklich überhaupt nichts gemacht. Und das kommt einfach daher, dass man, ich glaube, einfach wahnsinnig viele Polizisten brauchte und die von überall hergeholt hat. Und da gibt es einige Polizisten, die so in ganz anderen Sachen eingesetzt werden. Ich weiß nicht, bei irgendwelchen Hooligans, Fußballspielen, wo es dann richtig wo richtig geprügelt wird und so. Da hat man das Gefühl wie so eine Horde Schäferhunde, die man jetzt so loslässt oder so. Ja, und dann eben noch dieses Vermummte dazu bei den Polizisten, dass man die nicht erkennen kann, die Gesichter nicht sieht. Das war schon immer irgendwie sehr unheimlich, weil man einfach wusste, das ist irgendwie egal, wenn der jetzt jemanden niederschlägt, weil er wird nicht zur Verantwortung gezogen. Und das fand ich halt wirklich schockierend, dass man so einen alten Mann niederschlägt. Und ja, ich habe auch gesehen, wie Frauen mit Kindern auf dem Arm mit einem Wasserwerfer abgeschossen wurden oder sowas, nicht? Und dann fragt man sich schon, warum tun die das dann? Was ist da los?